Moin Moin und herzlich willkommen zum Lesemonat Oktober 2021. Dieser ist meiner Meinung nach gut verlaufen. Ich habe 5 Bücher beendet und darunter waren auch wirklich tolle Bücher dabei. Es waren auch ein paar kleine Enttäuschungen, aber so Mega-Flops waren nicht dabei. Und eingezogen sind 6 Bücher, somit ist der Sub ein bisschen gestiegen. Ich habe zwar auch ein Buch vom Sub aussortiert, aber ist dafür eine Reihe auch wieder auf dem Sub gelandet. Das ist so ein bisschen Gemuschel und Gemauschel gewesen. Aber letztendlich ist der Sub, also mein Stapel ungelesener Bücher, beinhaltet jetzt 48 ungelesene Bücher. Also ist auf jeden Fall wieder angestiegen etwas. Und jetzt wollen wir mit den gelesenen Büchern weitermachen. Ich hatte ja vor, im Oktober so richtig schön meinen Gruselsub abzuarbeiten. Aber ich habe noch ein Buch aus dem September mitgenommen. Und zwar war das Der Orden des geheimen Baumes, Band 2, Die Königin von Samantha Shannon. Ja, den zweiten Band habe ich jetzt zusammen mit der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen gelesen. Und ich bin sehr glücklich, dass sie so spontan mit eingestiegen ist, mit mir das zusammen zu lesen. Wir haben aber ganz lose Leserunde gemacht, also keinen genauen Plan, wann wir wie viele Seiten lesen, sondern uns einfach ausgetauscht, sobald wir soweit waren. Wir hatten relativ große Leseabschnitte, immer so um die 100 Seiten, und das hat sehr gut geklappt. Ich bin aber wirklich glücklich, dass ich jemanden zum Austauschen hatte, weil ich hatte da einiges zu sagen. Ja, den ersten Band habe ich ja vor ein paar Monaten bereits gelesen und da war ich ja doch etwas enttäuscht davon. Es wurde ja viel drüber geschwärmt und ich fand die Idee auch total spannend. Es geht nämlich darum, dass wir hier eine gespaltene Welt haben. Wir haben hier zwei Kontinente, den Westen und den Osten, und dort gibt es auf beiden Kontinenten Drachen. Und die Drachen werden auch ganz unterschiedlich dort angesehen. Auf der einen Seite werden die Drachen verehrt und auf der anderen Seite werden sie gefürchtet und gehasst. Aber auch die Drachen sind unterschiedlich dort. Es gibt einmal so ein bisschen diese asiatisch angehauchten Drachen, die eher so wie Schlangen aussehen und eher so dem Wasser zugetan sind. Und auf der anderen Seite haben wir die feuerspeienden westlichen Drachen mit Flügeln. Ja, und diese Idee fand ich sehr, sehr spannend. Auch, dass hier sehr starke Frauenfiguren im Vordergrund standen und auch regiert haben. Das hat mir gefallen, alles das Konzept. Aber ich fand den Anfang bzw. den ersten Band so ein bisschen zäh. Mir hat der Erzählstil nicht gut gefallen. Ich bin den Protagonisten nicht nahe gekommen. Mir war das ein bisschen alles zu politisch und mir sind einige Stränge einfach viel zu kurz gekommen. Was mich interessiert hat, waren eben die Drachen und auch Tane, unsere eine Protagonistin, die eben als Drachenreiterin ausgebildet wurde, wurde sehr, sehr spärlich behandelt. Und alles andere so am Hof, die Intrigen und die Abläufe dort, das hat mich nicht so sehr interessiert. Deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch. Ich wollte aber dennoch weiterlesen, weil Band 1 und 2 gehört eigentlich zusammen. Das heißt, es ist eigentlich ein Einzelband und im Deutschen wurde das nur aufgeteilt. Im zweiten Band, als ich dann angefangen habe, war ich dann aber positiv überrascht, wie rasant das denn doch geworden ist und wie viel Fahrt die Geschichte aufgenommen hat. Man hat dann auf einmal auch diese 4 verschiedenen Erzählstränge, also die 4 Protagonisten, die man hatte, dann auch auf irgendwie in Verbindung bringen können. Und wir hatten, ich glaube, das war auch ein großer Punkt, der mir geholfen hat, wieder in die Geschichte hier hineinzukommen und die Geschichte auch mit Freude zu genießen. Wir hatten hier auch ein Settingwechsel. Wir haben uns eben nicht mehr an diesem Hof befunden. Hauptsächlich haben wir im ersten Band eben Eärd begleitet, die Königin beschützen sollte. Und jetzt ist sie halt in einen anderen Ort gegangen, wo es auch ein bisschen mehr um Magie und um die Legenden geht. Und das ist dann auch wieder, ja, auch vom Thema her meins gewesen. Ja, und auch die anderen Stränge wurden eben interessanter, weil sie miteinander in Verbindung gesetzt worden sind. Und ich dadurch auch den roten Faden mehr gesehen habe, den, ja, mir im ersten Band so ein bisschen
Ja, der mir da irgendwie so ein bisschen gefehlt hat. Also war ich durchaus positiv überrascht. Leider hatte ich immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ja schade, die Idee ist eigentlich toll und mir gefällt das, wohin es geht, aber ich finde einfach, dass das im ersten Band nicht gut genug aufbereitet wurde. Also der erste Band ist ja sehr langsam erzählt worden, aber ich finde einfach an den falschen Stellen hat sie zu viel erzählt und an anderen Stellen war es mir zu wenig. Ich wollte mehr über die Drachen wissen. Ich finde, das ist ja nun mal eigentlich ein zentraler Punkt. Aber gerade auch die böse Seite, in Anführungszeichen, die Seite der Drachen, das sind intelligente Wesen und dadurch haben sie auch eine eigene Sprache, eine eigene Kultur und auch eine eigene Daseinsberechtigung. Und es geht hier in diesem Buch auch um viel, um Gleichgewicht, zwei Seiten der Medaille und beides muss irgendwie da sein. Fand ich total cool, aber es wurde mir nicht genug, ja, ausgereizt und ausgearbeitet und ja, vieles irgendwie Lücken aufgewiesen. Und eines davon war eben, dass wir nicht genug von diesen westlichen Drachen erzählt bekommen haben und dadurch sie auch einfach nur als böse Monster dargestellt worden sind, die sie eigentlich einfach nicht waren. Das Grand Finale, das große Finale am Ende, fand ich dann tatsächlich auch ein bisschen zu schnell, ein bisschen übers Knie gebrochen und ein bisschen zu einfach gemacht. Das ja, lief auf diese Spitze drauf zu und dann war es so einfach. Das fand ich sehr, sehr schade. Auch die Magie, diese magischen Artefakte haben mich total interessiert, fand ich tolle Ideen dabei, aber vieles wurde einfach weggelassen oder nicht gut vorbereitet. Das war sehr, sehr schade. Das Ende nach dem Finale wiederum fand ich sehr schön, dass die Autorin sich ein bisschen Zeit genommen hat, allen Figuren, die wir hier irgendwie kennengelernt haben, ein Ende zu geben. Es war jetzt nicht zu Happy End, aber jeder hat irgendwie so seine Aussicht gehabt. Das mag ich immer sehr gerne. Insgesamt muss ich aber leider sagen, dass obwohl der zweite Band gut begonnen hat, er wieder am Ende abgeschwächt ist und ich einfach die Art und Weise, wie die Autorin hier die Geschichte erzählt hat, nicht mochte. Beziehungsweise die Erzählstruktur war mir nicht genug ausgearbeitet. Dinge haben entweder gefehlt, die ich mehr wissen wollte, wurden entweder nicht gut vorbereitet oder es wurden andere Dinge beleuchtet, die mich nicht so sehr interessiert haben. Das ist natürlich zum Teil auch ein bisschen oder viel Subjektives dabei, aber gut, ich erzähle euch ja nun mal nur meine subjektive Meinung und möchte euch das damit so ein bisschen begründen, weil ich eben viel auf Drachen gehofft habe und das kam im zweiten Band ein bisschen mehr, Gott sei Dank, aber auch eher, ja, dass man so ein bisschen auch diese Verbindung zwischen Drachen und Drachenreiter mitbekommen hat. Das wurde tatsächlich ein bisschen mehr, aber mir nicht genug. Insgesamt habe ich jetzt dieser Reihe 3 Sterne gegeben. Den ersten Band hätte ich 3, diesen hier dann 3,5. Für 4 hat es einfach nicht gereicht. Und insgesamt dann so 3, 3,5. Deswegen werden die Bücher, obwohl sie natürlich wunderschön anzuschauen sind und auch eine Karte haben, ein Glossar haben und ein Lesebändchen, werden die auf jeden Fall aussortieren. Ich muss zur Gestaltung sagen, im Deutschen haben sie es ja in 2 Teile aufgeteilt und ich muss sagen, das passt zum Inhalt eigentlich perfekt, weil es eben diese 2 Seiten gibt, diese 2 Kontinente, diese 2 Arten der Drachen, diese 2 Arten der Lebensweisen und immer wieder von einem Gleichgewicht gesprochen wird, von 2 Arten der Magie, die sich immer ausgleichen müssen. Deswegen fand ich das sehr, auch die Gestaltung, es passt eigentlich perfekt, finde ich sogar noch schöner, es in 2 Teile aufzuteilen als in einem Band. Deswegen, in diesem Fall meckere ich dann mal nicht darüber, dass im Deutschen das aufgeteilt wurde. So, und dann ging es endlich los mit der Grusellektüre. Passenderweise war ich im Oktober dann auch noch im Harzurlaub und der Harz hat ja auch einfach ganz viele Sagen und Legenden und urige Orte, Burgen, Ruinen, dunkle Wälder, Berge. Also ich liebe das da. Wir hatten auch wirklich ein ganz uriges Hotel, ein ganz tolles.
tolles Zimmer. Und passenderweise habe ich mir dazu ein Buch mitgenommen, und zwar Das Jahr der Hexen. Denn der Harz ohne Hexen ist nicht der Harz. Und ich dachte, da passt das extrem gut rein. Dieses Buch ist ein Rezensionsexemplar aus dem Fester Verlag. Also vielen lieben Dank erstmal dafür. Ich finde auch die Aufmachung sehr, sehr schön. Auch ich glaube, dass es übernommen wurde, dass das Originalcover, auch das Vorsatzpapier, sehr, sehr schön. Es hat auch wieder ein Lesebändchen und diese typische Optik und Struktur von dem Cover vom Fester Verlag ist eigentlich so ein Erkennungsmerkmal. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch gemacht. Und wir sehen hier auf dem Cover Emanuelle. Und das ist unsere Protagonistin. Es ist so ein bisschen historisch angehaucht, ist einmal aber eine fiktive Vergangenheit. Wir befinden uns hier in Bethel und das ist ein Ort, der sehr religiös ist. Es steht alles unter dem Propheten, das Gesetz des Propheten. Das ist ja sozusagen das Oberhaupt dieses Ortes, und die Frauen haben dort sehr wenig zu sagen und sehr wenig Macht. Alle leben nach den Gesetzen des Propheten, nach den Gesetzen des Gottes. Und Emanuelle hat eh nicht so einen guten Stand in dieser Gesellschaft, denn ihre Mutter hat wohl Ehebruch begangen und sie ist aus dieser Ehe entstanden. Danach ist ihre Mutter dann auch noch verrückt geworden, hat sich mit den Hexen eingelassen und ist dann verschwunden. Und ihre Tochter Emanuelle ist eben jetzt übrig geblieben und sie muss sich eben jetzt so ein bisschen durchschlagen, verspürt immer eine große Anziehungskraft von diesem dunklen Wald, der eben neben Bethel gelegen ist, und hört immer so Rufe daraus. Und es wird irgendwie immer mehr, und dazu kommt dann auch noch, dass sie dann mehr und mehr die Bedrohung spürt, die aus ihrem eigenen Ort kommt. Denn sie hat eine beste Freundin und die heiratet nun eben den Propheten. Der Prophet darf mehrere Ehefrauen haben und das ist so üblich. Und er nimmt sich jetzt eben die hübsche Freundin von Emanuelle. Und was da alles passiert und sie aufwühlt, das gibt ihr zu denken und zu denken, was in diesem Dorf wirklich falsch läuft. Und sie hat halt immer mehr diese Rufe aus dem Wald, denen sie irgendwann nachgibt. Sie geht in den Wald hinein und begegnet vier Hexen. Und diese Hexen, oder es sind eigentlich Geister von Hexen, denn die Hexen wurden damals hingerichtet von den ersten Propheten. Und dadurch ist sozusagen die ganze Religion entstanden und die Hexen verkörpern eben das Böse in der Religion hier. Und sie geben ihr, also sie tun ihr nichts, sie machen ihr natürlich sehr viel Angst, aber sie tun ihr nichts, sie übergeben ihr ein Tagebuch, und zwar ist das Tagebuch ihrer Mutter. Und aus diesem Tagebuch bekommen wir auch immer mal wieder so paar Zitate am Anfang jedes Kapitels, und Emanuelle liest das natürlich und möchte jetzt noch mehr über ihre Mutter herausfinden und weiß nicht so richtig, was ist jetzt gut und was ist jetzt böse. Sind die Hexen böse oder wird uns hier einiges vorgegaukelt? Ist der Prophet der Böse? Und sie gerät natürlich dann mehr und mehr ins Kreuzfeuer, weil man so ein bisschen merkt, dass sie im Bunde mit den Hexen ist und sie selbst vielleicht auch als Hexe dargestellt wird. Und sie merkt auch, dass sie irgendwie eine dunkle Kraft in sich trägt. Ja, auch hier hat es so ein bisschen so Ähnlichkeiten, nicht vom Inhalt her zu der Orden des Geheimen Baumes, sondern von diesem Gleichgewicht, von diesem Gut und Böse, Hell und Dunkel, aber eben nicht, dass Dunkel gleich böse bedeutet und hell und das Licht gleich gut. Das fand ich hier sehr spannend gemacht, vor allem, weil es zwar ein fiktiver Ort ist, aber man konnte das als Gleichnis sehr gut auf unsere Welt übertragen. Und es gibt ja auch so fanatisch religiöse Gemeinschaften, Sekten oder wie auch immer, die sehr puritanisch leben und sehr Recht der Frauen oder überhaupt das Recht der Menschen sehr, sehr einschränken durch diese Religion.
Und deswegen hatte das auf diese Art schon etwas sehr Gruseliges. Aber es war auch sehr atmosphärisch durch diesen Wald und die Hexen selbst waren auch sehr unheimlich. Denn es bedeutet jetzt nicht, dass es genau andersrum ist, dass man sagt, okay, dann sind halt hier in diesem Fall die Hexen die Guten. So einfach macht uns die Autorin das dann auch nicht. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich habe mich sofort mit Emanuel verbunden gefühlt. Ich fand den Wald und die Hexen, das Ganze fand ich sehr atmosphärisch. Und eben auch diese ganze Bedrohung hat man total gespürt, wie Emanuel da rauskommen möchte, aber es sich immer mehr zuspitzt. Ich fand auch, also sie bekommt nachher einen Freund zur Seite gestellt, und zwar ist das gerade der Sohn des Propheten. In dem findet sie halt einen Verbündeten, und die Liebesgeschichte, die dabei so ein bisschen entsteht, ich denke mal, das ist ziemlich klar, dass es passiert, dass es schon am Anfang schon so angedeutet wird. Aber ich fand, das war eine sehr zarte und sehr langsame Annäherung, und es ging auch gar nicht so sehr um die Liebe, die dabei entsteht, sondern einfach war, wie die beiden sich irgendwie aneinander halten und gegenseitig unterstützen. Und das fand, da war die Liebe an sich gar nicht so sehr im Vordergrund. Ich habe nur ganz wenige Kritikpunkte, und zwar finde ich, dass ich gerne, also ich finde einfach, dass dieses Atmosphärische, der Wald und die Hexen selbst noch ein bisschen mehr in den Vordergrund hätten rücken können, wie am Anfang das der Fall war. Die sind natürlich immer irgendwie ein Thema, aber sie rücken so im Mittelteil so ein bisschen in den Hintergrund, und es geht nachher eher darum, wie das ganze Dorf sich entwickelt und wie Emanuel mehr über ihre Mutter erfährt. Aber ja, ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Hexen gehabt. Und ich hätte gerne das Ende vielleicht ein bisschen anders erlebt. Das ging auf einmal so chaotisch und hin und her. Und ja, das war viel hin und her, wer jetzt die Oberhand hat und was jetzt passiert. Und dann ist wieder, es hat sich wieder gewendet. Ich fand es ein bisschen zu chaotisch. Und auch die finale Schlacht in Anführungszeichen fand ich auch ein bisschen zu sehr übers Knie gebrochen. Ich hätte einfach gerne mehr über die Hexen erfahren. Ich habe jetzt erfahren, dass es einen zweiten Band dazu geben soll. Von daher kann man ja vielleicht noch Hoffnung haben, dass man da doch noch ein bisschen mehr erfährt und ja, da so ein paar Lücken noch gefüllt werden. Andererseits finde ich, kann das Buch eigentlich ganz gut auch für sich stehen. Ich habe erst, als ich das als erstes gehört habe, dass es einen zweiten Band gibt, ein bisschen gestöhnt, weil ich dachte, boah, muss jetzt jedes Buch irgendwie auch noch, was gut gelaufen ist, noch einen zweiten Band erhalten. Ich hoffe aber, dass es bei einem Zweiteiler bleibt. Ich werde ihn auf jeden Fall lesen wollen, weil mir der hier eben sehr gut gefallen hat und weil ich eben hoffe, vielleicht doch noch ein bisschen mehr über die Vergangenheit und über die Hexen erfahren zu können und wie es mit Emanuel weitergeht, weil es ist noch lange nicht alles heiter am Ende hier. Es ist nur im Grunde eine große Gefahr abgewendet worden, aber ja, noch nicht alles gut. Deswegen, es wäre schon noch offen für eine zweite Geschichte. Aber an sich ist es abgeschlossen. Ja, ich weiß, dass einige Booktuber dieses Buch wirklich sehr, sehr schlecht bewertet haben, beziehungsweise für sie ein, ja, tatsächlich eine Enttäuschung war, so Richtung 2 Sterne sogar, was ich schon echt krass finde, wie unterschiedlich die Meinung sein kann. Ich habe mich mit ihnen auch ausgetauscht. Und so ein bisschen zu erfahren, was genau hier der Kritikpunkt war. Und einer der Kritikpunkte war eben auch, dass sie gerne mehr von den Hexen erfahren hätten und einiges übersprungen wurde, was sie gerne miterlebt hätten. In einigen Punkten kann ich es verstehen, das war ja auch mein Kritikpunkt, aber so krass, dass ich da jetzt so viel abziehe, ist es nicht. Es sind auch noch andere Punkte, die dann natürlich auch kritisiert worden sind, ne? Aber das habe ich nicht so empfunden. Ich habe es natürlich auch
an einem Ort gelesen, wo es einfach passte. Und da konnte ich mich so richtig fallen lassen in die Atmosphäre von mir bekommt dieses Buch 4 Sterne. Dann habe ich zu einem Buch gegriffen, was schon sehr lange auf meiner Wunschliste stand und dann auch längere Zeit hier auf meinem Stapel ungelesener Bücher sein Dasein fristen musste. Und ich wollte es endlich befreien vom Sub. Und zwar ist das Creepers von David Morrell. Davon wurde ja auch sehr viel geschwärmt. Und ich finde, es klang auch einfach sehr, sehr cool. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die immer an Orten, also Lost Places, sich anguckt, also verlassene Orte und die eigentlich abgesperrt sind und diese besuchen sie und filmen sie. Sie wollen dort eigentlich nichts verändern, sie wollen da auch nichts anfassen oder stehlen, sondern es geht einfach darum, ja, der Vergangenheit einen Platz zu geben und mehr über die Vergangenheit zu erfahren und diese Orte in sich aufzusaugen. Und diese Gruppe ist schon öfter zusammen unterwegs gewesen. Also der Leiter der Gruppe, das ist ein Dozent einer Uni und er hat eben dort seine Studenten angeheuert. Es waren, glaube ich, ehemalige Studenten. Mittlerweile sind sie auch selbst Dozenten oder selbst schon berufstätig. Und die haben schon mehrere Orte besucht. Und jetzt soll es eben ein altes Hotel sein. Und dieses Hotel ist wirklich berühmt, berüchtigt, riesengroß, mehrere Etagen, fast so eine Art Turm. Und das ist so verriegelt und verrammelt, dass man da eigentlich gar nicht reinkommt. Aber sie haben jetzt einen Weg gefunden. Glauben Sie jedenfalls, unterhalb sind so Wasserkanäle, durch die sie eben durch wollen. Sie haben halt auch ihre Gerätschaften dabei, was man alles braucht. Neu ist diesmal außerdem, dass ein Neuling dazu gestoßen ist. Und zwar ist das ein Journalist, der das Ganze darüber so ein bisschen berichten möchte und einen Bericht schreiben möchte und sie deswegen begleitet. Und dieser ist eben unser Protagonist und aus dessen Sicht erfährt man das alles. Ja, das Buch ist sehr leicht zu lesen, sehr flott, sehr rasant kommt man in die Geschichte hinein und man ist auch sofort vor Ort, wo sie gerade ihre Ausrüstung sichten in einem Motel nahegelegen und da geht es eigentlich auch schon los. Man erfährt dann so ein bisschen, wer alles dabei ist, wer ist und dann geht es auch schon los unterirdisch durch die Kanalisation quasi ins Hotel. Und ich war mir von Anfang an nicht ganz so sicher, ob das jetzt was Übernatürliches hat, ob es da irgendwie spukt in diesem alten Hotel. Oder ob das ja tatsächlich trotzdem unheimlich ist, aber keine übernatürlichen Elemente hat, war ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe vermutet, dass es keine hat, weil ich irgendwo schon mal gehört habe, dass es anders ist als erwartet oder so. Und es sich eigentlich auf dem Klappentext da irgendwie anhört, als würde es da spuken, seltsame Dinge passieren und so weiter. Hörte sich erstmal so eine typische Haunted House Geschichte an, aber das ist es dann doch nicht. Aber ich war ja darauf vorbereitet. Von daher war das für mich in Ordnung und ich fand die Atmosphäre so auch schon sehr, sehr spannend und etwas über die Vergangenheit dieses Hotels zu hören. Denn der Besitzer dieses Hotels, der ja dieses Hotel erbaut hat und geleitet hat, der hat dieses Hotel halt nie verlassen zu Lebzeiten. Er hat es eben aufgebaut, um sich zu schützen, um nicht rausgehen zu müssen, weil er eben eine Krankheit hat. War das die Glasknochenkrankheit, wo er eben sehr schnell ja sich etwas brechen kann und er einfach gefährdet ist, wenn er unter Menschen geht und sich ja viel bewegt. Und so hat er einfach so eine Angst entwickelt, rauszugehen. Und hat dann gesagt, okay, ich brauche aber trotzdem Gesellschaft und möchte trotzdem mit Menschen arbeiten, dann hole ich die Menschen halt zu mir nach Hause. Und somit hat er halt ein Hotel gebaut. Und er hat aber auch Gänge und Geheimtüren eingebaut und Geheimgänge, sodass er diese Menschen beobachten konnte. Also er hatte da auch so ein Faible für ja alles zu kontrollieren zu müssen und ja, der war halt ein sehr besonderer Mensch, sagen wir mal. Und das erfahren wir halt auch nebenbei und wir begehen halt mehrere Etagen, die Rezeption und lesen so einige Vorfälle, was dort passiert ist. Natürlich sind da auch einige Morde passiert und sie suchen auch einige Zimmer durch, wo sie sehr, sehr
ja, unheimliche Funde machen. Und das Hotel ist halt auch eben einsturzgefährdet, also auch nicht ganz ungefährlich, sich dort zu bewegen. Und so passieren schon am Anfang wirklich sehr unheimliche und sehr gefährliche Dinge. Und ich fand die Atmosphäre wirklich großartig. So hätte es für mich auch gerne weitergehen können, um dann immer mehr in der Vergangenheit zu graben, um dieses Rätsel zu lösen. Was das für ein Mensch war und was da alles so passiert ist und warum das passiert ist und vielleicht in Zusammenhang gestanden hat. Aber ab der Mitte des Buches hat es sich in eine ganz andere Art von Genre entwickelt. Dann wurde es auf einmal zu einem Action-Thriller. Es gab Pistolen, es gab Geballer, es gab Explosionen, es gab Verfolgungsjagden und es gab Folter, es gab ja, Fesselungen und sowas. Also das ging auf einmal in eine ganz andere Richtung. Sie treffen nämlich auch noch auf andere Menschen, die dort auch einbrechen und es wurde so viel gemixt. Ich fand, es waren einfach zu viele Dinge, die hier hineingenommen worden sind. Der Autor hat gefühlt irgendwie alle Dinge, die er interessant fand, in dieses Buch gepackt und zusammengemischt und zusammengemixt. Und das hat mich dann nachher doch ein bisschen ja, genervt, obwohl das Buch sich ja leicht lesen ließ, musste ich mich dazu manchmal ein bisschen zwingen, dazu zu greifen. Und habe dann auch diese ganzen Kampfszenen und Explosionen und Actionszenen, das ist halt nicht so mein Ding, so ein bisschen überflogen. Was nachher am Ende rauskam, war irgendwie schon, ging schon so ein bisschen in Richtung Psychothriller wieder. Fand ich dann wieder spannend. Aber ich hätte es mir gerne ein bisschen anders aufgebaut gewünscht. Die anfängliche Atmosphäre war halt völlig dahin. Und auch die Vergangenheit, die war dann gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern es ging halt viel um Bomben entschärfen und dann ging es auch noch um die Vergangenheit, um posttraumatische Belastungsstörung eines Soldaten und ja, nee, also insgesamt leider tatsächlich eine Enttäuschung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein großer Flop war, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht doch. Also ich fand, wie gesagt, den Anfang, die ersten 100 Seiten gut, auch wenn ich sehr, sehr leicht und sehr leichte Unterhaltungslektüre fand, also nichts Tiefgehendes. Ich bin den Figuren auch jetzt nicht sehr nahe gekommen. Was ich erst nicht ganz verstanden habe, ist, warum wir unserem Protagonisten nicht so nahe gekommen haben, sind. Aber das hat nachher Sinn gemacht, weil er selbst ein Geheimnis hatte. Und ja, das hat für mich dann nachher Sinn gemacht, warum wir da ja noch so ein bisschen auf Abstand gehalten worden sind. Aber letztendlich war es sehr effektheischerisch und sehr, sehr schnell und irgendwie eher ein Action-Thriller. Also das muss man schon wissen. Es geht eben nicht in diese Haunted House-Geschichte, ist aber auch kein schön atmosphärisches Buch, jedenfalls nur zum Anfang, nachher nicht mehr. Jedenfalls für mich war das nicht der Fall und wird daher dann auch ausziehen. Ich habe davon einfach ein bisschen mehr erhofft. Also höchste der Gefühle wären 3 Sterne, aber eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind es ja schon wieder einige Wochen vergangen, würde ich vielleicht sogar 2,5 Sterne geben. Nach Creepers ist es mir dann sehr schwer gefallen, mich zu entscheiden, weil ich hatte mir dann extra meinen Horrorsub, meinen Gruselsub mit aufs Bett genommen und mir das so ausgelegt und überlegt, was könnte ich jetzt noch lesen. Ich wollte den Oktober natürlich so gut wie möglich nutzen, wusste aber, ich kann vielleicht ein, höchstens 2 Bücher noch lesen. Und ich hatte dann einfach Lust auf meinen Meister des Horrors. Und zwar habe ich es euch ja schon in einigen Videos erzählt, dass ich Thomas Finn im Horrorbereich einfach sehr, sehr zu schätzen gelernt habe und seine Horror-Thriller mir bisher wirklich sehr gut gefallen haben alle. Und eines lag eben noch auf dem Sub, und zwar ist das Bermuda von Thomas Finn. Das ist dieses Schätzchen hier. Warum ich da jetzt gezögert habe, war, dass es halt eigentlich so eine karibische Insel das Setting war und deswegen eigentlich eher so in den Sommer gepasst hätte. Aber ich dachte mir, egal, ich will das jetzt lesen und wenn man so richtig sich dann fallen lässt in das Buch, dann ist es eigentlich egal, was für ein Wetter draußen ist oder was für eine Jahreszeit ist, dann vergisst man das eh in diesem Moment. Und ich wollte jetzt einfach wissen,
ob mich dieses Buch genauso begeistern kann. Es geht hier zunächst einmal um ein Kreuzfahrtschiff, was im Bermuda-Dreieck in ein unerwartetes großes Unwetter gerät. Sie konnten das nirgendwo auf ein Wetterradar entdecken. Plötzlich ist es da und sie geraten in große Gefahr. Nur wenige Überlebende können sich tatsächlich auf eine nahegelegene Insel retten und ansonsten ist es für die anderen Passagiere zu spät. Unser Protagonist ist der Biologe Alex oder Alex. Der war mit seinem Kumpel dort unterwegs, hat eine Weltreise hinter sich und jetzt wollten sie eben auch noch diese Kreuzfahrt mitmachen. Ja, leider hat es sein Kumpel nicht überlebt. Er ist jetzt tatsächlich alleine auf der Insel, sucht natürlich nach seinem Freund, findet dabei sehr viele Leichen, aber auch einige Überlebende, die sich dann erstmal zusammenrotten und erstmal schauen, ob sie sich gegenseitig helfen können und ob sie den Verletzten helfen können und ja, dass sie die Leichen bergen und so weiter und alles Nötige, was sie brauchen können, erstmal zusammentragen und ein provisorisches Lager erstmal aufbauen. Und dabei sind wirklich die unterschiedlichsten Menschen. Es gibt zwei Rentner, die dabei sind. Es gibt aber auch eine Kreuzfahrtschiff-Mitarbeiterin, die überlebt hat. Das ist unsere zweite Protagonistin. Das ist Izil, genau, Izil Peres. Und ja, noch viele weitere. Ich weiß nicht, es sind dann vielleicht zwei Handvoll, bisschen mehr als 10 Leute sind das denn insgesamt. Und nun müssen sich natürlich erstmal nach dem Schock Gedanken machen, wo sie Wasser herkriegen, wie sie ja, Nahrung herkriegen. Erstmal klettern sie auf Palmen und holen sich Kokosnüsse und dann wollen sie natürlich auch aufmachen, irgendwo Wasser zu finden und eine Gruppe bricht dann auf. Aber es geschehen dann auch immer wieder seltsame Dinge. Über Nacht hören sie seltsame Geräusche, seltsames Geraschel, sehen Schatten und auch seltsame Lichtblitze und auf einmal verschwinden Dinge. Es verschwinden die Leichen und es verschwinden aber auch Dinge, die vorher dort gelegen haben und sie können sich das Ganze überhaupt nicht erklären. Ja, sie machen dann auch noch einen Ausflug zum havarierten Schiff, zum Schiffswrack, was noch so halb rausragt, weil da eben noch ganz viele Sachen liegen, die sie natürlich gebrauchen könnten. Auch da machen sie seltsame Begegnungen mit komischen Wesen, die sie noch vorher noch nie gesehen haben. Unser Biologe Alex kann da auch nicht so richtig irgendwie einordnen, in welche Gattung das Ganze gehört. Und die Phänomene, die auf dieser Insel vor sich gehen, kann er erst recht nicht einordnen. Sie finden außerdem auf dieser Insel immer wieder verlassene militärische Standorte, Standpunkte und auch ja fast unleserliche Notizen, worauf sie natürlich versuchen, raus irgendwie schlau zu werden. Und sie finden auch ja Reliquien und heilige Orte, so ein paar Hieroglyphen, die auf alte Kulturen anspielen und das irgendwie alles miteinander zusammenzubringen, fällt ihnen natürlich extrem schwer, aber es ist dann doch vielleicht auch ein bisschen zu sehr Zufall, dass alles an diesem Ort passiert. Also es muss irgendwie einen Zusammenhang geben und nach werden sie halt durch die ja, Gefahren dezimiert, aber auch untereinander gibt es einfach Konflikte, die entstehen, wenn man mit wildfremden Leuten auf einmal auf engem Raum zusammen eingepfercht wird und sich untereinander jetzt ja, einigen muss, wie man etwas handhabt, wie man Nahrung beschafft, wie man Wasser aufteilt, jedes gerecht sein muss und jeder so seine Aufgaben hat. Es gibt Leute, die egoistisch einfach ihre eigenen Pläne machen. Es gibt Leute, die ihre Geheimnisse haben und nicht aussprechen, was es ist. Und dadurch entsteht natürlich auch ein sehr, sehr spannender Konflikt. Bei Thomas Finns Horrorgeschichten gefällt mir immer sehr gut, dass er alte Legenden immer mit aufgreift, recherchiert und die mit seinen eigenen Ideen verwurstet und sie hier eben anwendet. Und hier hat es eben diese alten Kulturen, die so an Maya erinnern, da gibt es sicherlich einiges, was er recherchiert hat, aber auch so dieses Militärische,
was er hier mit eingebunden hat. Und natürlich das Bermuda-Dreieck selbst, was hier die Legende schlechthin ist. Es gibt am Anfang auch so einige Funksprüche. Ich weiß nicht, ob es die tatsächlich gegeben hat. Es gibt da ja tatsächlich Sachen, die seltsam, wo irgendwelche Schiffe und Flugzeuge abgestürzt sind und einfach nicht mehr aufgetaucht sind und man nicht weiß, was mit diesen Menschen dort passiert ist und man irgendwie von einem Naturphänomen von ausgeht und man sich's noch nicht erklären kann. Also das Bermuda-Dreieck ist hier eben mit eingewoben worden und dann diese alten Kulturen, dann das Militär. Und zusätzlich natürlich einfach dieses Schiffsunglück, wie diese Menschen jetzt versuchen, dort zu überleben und sich gegen diese seltsamen Kreaturen, die ihnen nach dem Leben trachten, wehren zu wollen. Es ist auf jeden Fall für jeden Lost-Fan etwas. Also wer die Serie Lost gesehen hat und sehr gemocht hat, findet, es geht genau in diese Richtung. Kann ich mir gut vorstellen, dass das gefällt. Ich muss sagen, das ist für mich bisher der schwächste Horror-Thriller von Thomas Finn war. Ich jetzt aber trotzdem mich unterhalten gefühlt habe. Ich fand jetzt, dass das Setting halt nicht ganz so unheimlich war wie die bisherigen. Es hat halt trotzdem irgendwie was Sommerliches, was Sonniges. Natürlich ist es unheimlich, was dort passiert. Aber alleine das Setting hat mich jetzt halt eben nicht erschauern lassen. Wie er das so kombiniert hat, fand ich wieder sehr, sehr spannend. Was dabei aber herausgekommen ist, beziehungsweise was des Rätsels Lösung war, das fand ich tatsächlich, mir war es ein bisschen zu abgedreht. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was es war, aber das fand ich, da hat er nochmal so einen oben drauf gesetzt. Das war in sich schon schlüssig und logisch, ja. Aber mir zu abgedreht und in die Richtung muss ich jetzt auch nicht unbedingt lesen. Aber dennoch, ja, ließ es sich sehr unterhaltsam lesen. Ich finde, dass er immer sehr, sehr sympathische Charaktere schafft. Auch dieses Mal war das der Fall. Die Liebesgeschichte hier hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Also die stand wirklich nicht im Vordergrund. Aber die dort entstanden ist, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber gut, das ist natürlich trotzdem irgendwie authentisch, dass wenn man so eine so Gefahren zusammen durchsteht, dass da auch besondere Beziehungen entstehen und dass man sich dann nah fühlt, kann man irgendwie auch verstehen. Ich fand es leider auch ein bisschen unrealistisch, dass wir hier so viele Experten hatten, die so viel Expertenwissen drauf hatten. Es gab eben unseren Protagonisten, den Biologen, der eben die ganzen Wesen identifizieren konnten und dann auch noch sehr, sehr gut klettern konnte. Dann hatten wir unsere andere Protagonistin, die eben auf dem Schiff gearbeitet hat, aber ihr Vater war Archäologe, deswegen wusste sie alles immer über die ganzen Reliquien von den alten Kulturen und was die Gottheiten und so weiter sind. Das wusste sie halt alles und es gab dann immer so Erklärblöcke, wo dann eine der Figuren dann erstmal erzählt hat, was das Ganze auf sich hat. Und es gab natürlich auch noch jemanden, der damals im Militär war und Funker war und so durch so irgendwie die Verbindung zum Militär dargestellt wurde. Also das war mir alles ein bisschen unrealistisch, dass da passenderweise für jeden Erzählstrang beziehungsweise für jede Thematik irgendwie einen Spezialisten gab. Natürlich hat jede Person irgendwie so sein Steckenpferd und seine Stärke und jeder will natürlich in der Gruppe etwas dazu beitragen und seinen Teil tun. Das ist dann ja auch in Ordnung. Aber das waren mir dann zu viele Spezialisten. Aber diese Gottheiten, diese alten Gottheiten, ich denke mal, dass das Thomas Finn wieder recherchiert hat. Von diesen alten Kulturen, dass es die tatsächlich gibt. Das fand ich dann wieder spannend zu lesen. Und auch diese alten Orte, die sie denn dort gefunden haben und die natürlich so einen gewissen Charme dann auch aussprühen, gewissen Zauber haben, das habe ich dann doch schon wieder gespürt. Und da hat Thomas Finn dann auch wieder richtig meine Meinung getroffen. Ich finde, es hätte ein paar weniger Seiten haben können und was mir auch immer so ein bisschen sauer aufstößt, wenn die Kapitel zu lang sind. Und das waren sie hier wirklich für mich, denn es waren immer so um die 20, manchmal sogar 25 Seiten und das, weiß nicht, das
ist irgendwie immer so ein bisschen entgegen meines Leseflusses, weil sonst sagt man sich immer, ja gut, ein Kapitel lese ich noch, kann ich mal eben zwischendurch auch noch lesen, weil ich bin eben ein Kapitelleser und kann nicht mittendrin einfach aufhören. Und wenn ich weiß, dass ein Kapitel 20, 25 Seiten hat, dann lese ich das mal nicht eben. Dann muss ich dann halt schon ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Es hatte manchmal so seine 10 Stellen und das Ende, wie gesagt, das war mir ein bisschen zu abgedreht, zu drüber. Das Ende, es war so ein typisches Horrorende, das mag ich ja immer ganz gerne, auch wenn ich das hier vorausgesehen habe und nicht sehr überraschend fand. Aber es ist halt so ein typisches Horrorfilmende, wo du denkst, jetzt ist alles gut und dann kommt doch noch mal was um die Ecke. Mir gefällt das immer sehr gut, das gehört irgendwie zum Genre mit dazu, das ist irgendwie obligatorisch, aber das war eben so ein bisschen vorhersehbar. Also, wie gesagt, vom Setting her und von der Geschichte selbst war es das Schwächste für mich, aber trotzdem würde ich dem Buch auf jeden Fall 3 Sterne geben. Und für Lost-Fans kann ich es auf jeden Fall, wie gesagt, empfehlen, wer das gerne mag. Und natürlich passt es eher so ein bisschen in den Sommer hinein. Und als letztes, passend zu Halloween, habe ich Halloween gelesen von Stuart Onan. Das ist ja sehr, sehr frisch bei mir gerade eingezogen aus dem Tauschpaket zu Halloween. Und da habe ich gedacht, das muss ich jetzt direkt lesen, sonst würde das halt noch mal ein Jahr hier bei mir ungelesen warten, bis wieder Halloween ist. Und ich habe es dann halt, glaube ich, einen Tag vor Halloween begonnen. Hab's nicht ganz geschafft im Oktober, aber weil ich es hauptsächlich im Oktober gelesen habe, stelle ich es euch hier jetzt mal komplett vor. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Denn wir haben es hier mit einem Autounfall zu tun, der an Halloween passiert ist, in der Halloween-Nacht. Und wir befinden uns hier eben ein Jahr später und wir begegnen die Geister der verstorbenen Jugendlichen, die eben bei diesem Autounfall ums Leben gekommen sind. Und die kehren als Geister zurück und begleiten eben die Menschen, die immer noch an sie denken, beziehungsweise immer, wenn jemand an sie denkt, lässt es sie nicht los. Sie müssen denn bei diesen Menschen verweilen. Und das sind eben 3 Jugendliche. Und aus der Sicht des einen wird die Geschichte hier eben erzählt. Und sie sind halt hauptsächlich bei den Überlebenden des Unfalls, denn das gab es auch. Es gibt zum einen Tim, der ist unverletzt, aber innerlich total traumatisiert, ausgebrannt, depressiv und hat ganz, ganz schlimme Gedanken und hat keine Lebensfreude mehr. Und dann gibt es noch Kyle. Ja, Kyle, der ist völlig entstellt, mittlerweile total debil. Und wie benimmt sich halt wie ein Kleinkind. Also der ist äußerlich total demoliert, aber auch innerlich. Er muss halt von seiner Mutter gepflegt werden. Und auch diese, die Mutter von Kyle, begleiten wir, beziehungsweise die Jugendlichen, denn sie ist natürlich durch die Pflege ihres Sohns auch immer wieder daran erinnert und hat ganz, ja, schlimme Gedanken und denkt immer wieder daran zurück, was hätte sie tun können, wie jetzt ihr Leben aussieht und wo ist ihr alter Sohn geblieben. Sie ist natürlich zum einen glücklich, dass dieser Sohn überlebt hat, zum anderen denkt sie, eigentlich ist mein Sohn auch gestorben, weil den Sohn, den ich jetzt habe, das ist im Grunde nicht mein Sohn. Ich habe zwar auch gelernt, ihn zu lieben, aber er ist halt ein anderer, weil er wirklich vom geistigen Stand wie ein Kleinkind ist. Und wir begegnen auch noch einen Polizisten, der mit diesem ja, Unfall irgendwie verwickelt war und der scheint von diesem Unfall total besessen zu sein. Das scheint ja seinen Alltag und auch seine Beziehungen total beeinflusst zu haben, weil er immer noch von diesem Unfall besessen ist und auch von den Überlebenden, diese immer wieder beobachtet. Und ja, er ist halt auch total traumatisiert. Weswegen er jetzt so besessen ist, das ist ein großes Rätsel, was in diesem Buch geklärt wird. Ich war jetzt mir von Anfang an nicht ganz sicher, ob wir hier mit einer spookigen, unheimlichen Geschichte zu tun haben, denn wir haben ja hier dieses übernatürliche Element der Geister, aber es wird ja auch aus der Sicht der Geister berichtet und dadurch ja, haben wir hier natürlich nicht die typische Geistergeschichte. Und ich kann von vornherein schon sagen, nein, es ist kein
spookiges, unheimliches, atmosphärisches Buch, sondern es geht eigentlich eher um die traumatisierten Menschen, die eben jetzt diesen Halloween-Tag, diesen Einjahrestag begehen. Und wir haben es wirklich auch nur mit diesem einen Tag zu tun. Von 12 Uhr bis 12 Uhr begleiten wir die Person. Und das ist wirklich auch sehr, sehr detailliert beschrieben. Es wird wirklich gesagt, was derjenige gerade macht und denkt, weil die Geister, die können tatsächlich auch in deren Gedanken hineinschauen. Was ich hier sehr faszinierend finde und wirklich auch das Besondere an diesem Buch ist eben die Erzählperspektive und der Erzählstil. Denn es wird nicht einfach nur aus der Sicht der Jugendlichen berichtet. Sie haben eben diesen allwissenden Blick. Sie können überall in alle Köpfe hineinschauen. Aber sie treten auch immer wieder selbst in Erscheinung, denn sie diskutieren immer wieder zwischendurch. Es sind ja eben drei Verstorbene. Und die quatschen immer dazwischen und haben dann ihre Dialoge. Das ist dann immer so gekennzeichnet, dass es dann in Klammern gestellt ist. Ich fand es manchmal ein bisschen schwer zu verfolgen, wer jetzt was sagt, weil das wurde dann nicht nochmal irgendwie gekennzeichnet unter den dreien, wer jetzt was sagt, sondern immer nur, dass es gerade von den Geistern kommt. Das fand ich sehr spannend. Als ich das erste Kapitel gelesen habe, da war ich begeistert von dem Schreibstil, denn da war das noch sehr atmosphärisch. Man wurde als Leser sogar selbst angesprochen und das finde ich immer klasse. Ich kann euch ja mal die ersten Sätze mal eben vorlesen. Na, hörst du das? Der Wind, wie er unter der Dachtraufe rauscht und die kahlen Bäume streift, wie er heult, als wäre er Musik, eine Harmonie aus altem Gestöhn. Das Haus scheint zu atmen, klingt wie ein Kranker. Vergiss die lange Gruselfilmnacht, das hier ist besser als Fernsehen. Lass das Licht aus, das blaue Leuchten folgt dir den Flur entlang. Und so weiter und so fort. Also das erste Kapitel und das letzte, das fand ich das Stärkste an dem Buch, weil hier tatsächlich auch Atmosphäre und auch dieser Grusel irgendwie rübergekommen ist. Dazwischen fand ich es, wie gesagt, eigentlich nur eine Charakterstudie und es wurde sehr authentisch dargestellt, was mit Opfern von Unfällen passiert. Polizisten eben, die dabei sind, aber auch Angehörige, die Familie, wie die damit umgehen und eben ja, Überlebende, die halt vielleicht nicht einfach nur glücklich sind, überlebt zu haben, sondern ihre Freunde vermissen, Schuldgefühle haben oder einfach total in ein depressives Loch fallen. So habe ich es auch empfunden. Es ist wirklich sehr, sehr trübsinnig und sehr deprimierend, das Buch. Deswegen habe ich es zwischendrin auch als sehr zäh empfunden, weil man wirklich jede Kleinigkeit hier mitbekommt, was der oder diejenige gerade macht. Ob sie auf Toilette geht, sich die Hände wascht oder zur Arbeit fährt. Und es ist wirklich sehr detailliert und obwohl es nur 250 Seiten sind, bin ich hier nicht durchgerauscht. Ich muss halt sagen, dass ich letztendlich etwas anderes lieber gehabt hätte. Ich fand den Schreibstil, den ich hier eben so faszinierend und besonders fand, aber auch sehr anstrengend zwischendurch, weil hier eben immer wieder zwischendurch reingequatscht wurde, die Sätze immer sehr verschachtelt waren und unterbrochen worden sind durch andere Gedanken und so weiter. Also das, was es interessant gemacht hat, hat es aber auch schwierig gemacht zu lesen und ich fand es eben ein bisschen zu langgezogen und zu deprimierend. Ich finde aber dennoch, wenn man es weiß vorher, dass man hier eben nicht so eine gruselige, spooky Geschichte liest, sondern eben es um ein großes Trauma geht und sehr, sehr authentisch dargestellt wird, wie es um die Menschen dort bestellt sind. Und es geht halt, wird halt auch immer dramatischer, läuft auf einen Höhepunkt hinaus, weil ein Überlebender eben etwas Schlimmes plant. Man weiß eigentlich auch sofort, was es ist. Also mir war das eigentlich gleich klar. Es wird nie so richtig ausgesprochen. Aber dabei ja, merkt man halt, dass die Spannung doch immer ein bisschen ansteigt. Und ja, das merkt man schon, aber ich hatte nicht so richtig den Sog und den Drang, da weiterzulesen. Und toll, toll, toll. Wie gesagt, am stärksten fand ich Anfang und Ende des Buches. Es ist was Besonderes, aber ich finde einfach die Optik und der Klappentext und der Titel versprechen halt etwas anderes, was man hier bekommt. Ich finde, das sollte man vorher wissen. Und mir war es eben doch ein bisschen zu deprimierend,
auch wenn es vielleicht ein wichtiges Thema ist, hätte ich hier lieber eine spukige Geschichte gehabt. Sowas lese ich einfach lieber. Ja, das war eher mein Lesemonat. Ich hoffe, für euch war etwas Spannendes dabei. Wenn ihr eines der Bücher oder auch mehrere von den vorgestellten auch gelesen habt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung ist. Ob ihr mir recht gebt oder ob ich noch irgendwelche Punkte vergessen habe, die ihr noch gerne zusätzlich erwähnen wollt zu den Büchern oder ob ihr es einfach ganz anders seht, das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr spoilern möchtet, dann markiert das ordentlich. Wenn ihr trotzdem darüber sprechen wollt, ja, könnt ihr das natürlich auch, wenn ihr es ordentlich markiert. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, was ihr denn im Spuktober gelesen habt. Denn ich fand einfach, dass der wahnsinnig an mir vorbeigerast ist. Ich habe mich so sehr auf dem Oktober gefreut, da diesen Grusel einfach total zu zelebrieren mit Horrorfilmen und Horrorbüchern. Und ja, ich habe es ja auch gemacht, aber es ging einfach so schnell. Ich hätte gerne noch ein paar Wochen Oktober drangehangen, aber der November lässt sich ja auch noch sehr, sehr gut ausweiten mit diesem Genre. Und alle, die jetzt irgendwie traurig sind und sagen, oh schade, der Spuktober ist schon vorbei, seid nicht traurig, Horror ist ja eines meiner liebsten Genres, das heißt, das wird immer hier auf meinem Kanal zwischendurch auch auftauchen. Aber ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile dann auch wieder richtig Lust auf High Fantasy und Fantasy im Allgemeinen auch wieder habe, was ja mein anderes Lieblingsgenre ist. Also es wird sich da immer die Waage halten und natürlich als nächstes jetzt auch Weihnachten steht vor der Tür. Das heißt, auch Weihnachtsbücher möchte ich zelebrieren und lesen. Das wird dann auch nochmal mein nächstes Augenmerk sein. Ende November werde ich sicherlich auch wieder ein Want-to-Read drehen, was ich ja sonst eher nicht mache. Aber ich finde, da macht es auf jeden Fall Sinn, vor Weihnachten, vor dem Winter euch meine Bücher vorzustellen, damit ihr auch etwas davon habt und eventuell Anregungen bekommen könnt, welches Buch ihr zu Weihnachten oder zum Winter lesen könnt. Ja, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!